Ja, Herr Kölner, der TSV 1860 gewinnt die Generalprobe vor dem Ligastart gegen Wien Wiesbaden, gegen Hansa Rostock mit 3:1. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, gut. Ich denke, wir haben eine harte Woche hier erlebt. Also war das ein Einstieg von 0 auf 100 jetzt, dass wir hier mit Training angefangen haben. Rostock haben das ein bisschen anders getaktet hat. Und ja, und von dem her waren wir natürlich schon zufrieden, dass wir nach den harten Tagen schon mit der erste halbe Stunde sind, schon ein bisschen schwere Physik gehabt und schwere Beine, aber am Ende. Trotzdem wir dann, wie gesagt, müssen wir uns frei spielen aus dem Spiel raus. Und unsere zweite Halbzeit war sicherlich geweckt durch das 0-1. Es war sicherlich ein sehr, sehr ärgerliches Tor, weil es einfach dumm war. Und, aber dann geweckt durch das Tor, glaube ich, haben wir fantastisch gespielt. Und dann war das einfach zweite Halbzeit, war das richtig gut. Der Joker Keanu Staude hat gestochen sozusagen, mit seinem ersten Ballkontakt den Lochpass gespielt auf Stefan Lex. Kannst du weitergehen? Ja, natürlich. So, wir brauchen schon so, wie man gesagt hat, wir wollen in der Rückrunde brauchen wir natürlich jetzt, wir haben jetzt einen Haufen englische Spiele, englische Wochen. Wir brauchen viele Leute, dass wir am Ende gut durchkommen. Und da freue ich mich natürlich, dass jetzt der Staude, auch Linsbicher, der gut im Spiel drin war. Haben wir schon gute Möglichkeiten auch. Und ich hoffe natürlich auch, so zum Moll, Tallig, dass wir da einfach auch mehr Möglichkeiten kriegen auch. Und am Ende dann die Runde einfach dann auch jedes Spiel auch mit der Top-Besetzung spielen können. Sie gewöhnen sich vermutlich auch gerne daran, dass die Herrn Lex und Bär immer treffen, oder? Ja, das ist der Auftrag, wie gesagt, Stürmer müssen Tore schießen. Ich gesagt, da bist du dann gemessen. Und das ist natürlich toll, dass jetzt einfach der Lauf vom letzten Jahr weitergeht. Also ich werde den auf jeden Fall nicht unterbrechen. Was ist denn das so Fazit des vom Trainingslager jetzt in Belek für Sie, die 6 Tage? Wann geht's zurück nach München? Ja gut, dass wir, glaube ich, alles, was wir so machen wollten, haben wir erreicht. Also wir wollten natürlich als Gruppe noch ein bisschen mehr zusammenwachsen. Das eine, wir mussten ein neues System einspielen. Ich glaube, das haben wir dann zweite Halbzeit besser gesehen. Erste Halbzeit, glaube ich, hat das offensiv noch nicht so gut ausgeschaut, was wir da gemacht haben. Aber zweite Halbzeit war auch schwer gegen Rostock. Also, und die haben Mann gegen Mann gepresst. Das war brutal, wenn du da zig zu lange gewartet hast, bist du kaum mehr weggekommen. Zweite Halbzeit, das ist eher dann so ein bisschen Liga. Hast du ein bisschen mehr Platz, dann haben wir schon gesehen, dass wir gute Lösungen haben, dass wir offensiv gut spielen und sicherlich einfach die Mannschaft jetzt nochmal in Schwung zu bringen. Und dann hat schon auch hinten raus gesehen, wir sind trotzdem hinten raus laufstark gewesen, haben einen guten Rhythmuswechsel, gutes Tempo drin gehabt und das, glaube ich, brauchst du natürlich in der Liga auch mit viel Tempo, mit viel Rhythmuswechsel, aggressiv Fußball spielen, dass wir dann am Ende auch erfolgreich sein können. War das heute schon die Mannschaft, die nächste Woche gegen Wien Wiesbaden beginnen wird? Glaube ich nicht. Also, wenn man heute dann gesehen hat, was dann Staude gemacht hat, wie er reingekommen ist, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit mit ihm. Ja, und trotzdem, man kann das nie vorher planen und vorausplanen. Also, wir haben jetzt noch eine Woche vor uns mit Training. Wir haben jetzt den Wetterumschwung trotzdem wieder nach München. Das ist trotzdem jetzt hier natürlich, wir haben Top-Bedingungen gehabt. Ersten 2 Tage sommerlich warm so gefüllt. Dann zum Training Top-Bedingungen vom Klima her. Und jetzt ist doch dann eine Umstellung wieder nach Hause und müssen schauen, dass man keiner krank wird, keiner sich jetzt in den nächsten Tagen auch muskulär verletzt. Das ist dann ein bisschen der Brennpunkt, wo man darauf achten müssen. Und dann ja, mit dem gleichen Spirit, wenn wir die Woche vollbracht haben, gegen WM Wiesbaden zu Hause ins Spiel gehen. Sie was sagen Sie dann dazu, dass Tim Linsbichler bei jeder Aktion gefeiert wird? Ja, entweder bezahlt er da ein paar Leute oben. Also entweder der Vater anscheinend hat da ein paar Leute hier bei den Fans bestochen. Aber nein, ich freue mich natürlich. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn du ein junger Spieler bist, ein Spieler, also ein Österreicher bist, dass du jetzt hier von unseren Fans jetzt einfach auch dann ja, die Spieler merken, dass sie hier willkommen sind. Und das, glaube ich, ist das größte Kompliment, was du als Spieler hier kriegst. Wenn die Fans dich feiern, wenn die Fans dich am Ende auch zujubeln, das wünschst du dir. Und ich hoffe natürlich auch, dass Tim jetzt auch in den nächsten Wochen weiterhin so weiterspielt, wie er jetzt in den letzten Wochen angedeutet hat. Sie haben Merv Biancardi und Niki Lang heute geschont, aber die können nächste Woche wieder einsteigen, oder? Ja, natürlich. Also es war jetzt bei Niki Lang, was ich rein eine absolute Vorsicht machen habe. Er war jetzt natürlich müde nach der langen Pause, die er gehabt hat. Und da merkt man schon so, habe ich auch dann nichts davon, wenn er dann immer im Zweikampf, sondern einfach mal aufgrund der Müdigkeit einen falschen Schritt macht und dann dreht sich das Knie wieder raus oder passiert was anderes. Und bei Merv war es ähnlich so, ich gesagt, der Spieler muss ein gutes Gefühl haben auch. Und wenn du müde vom Training bist, dann kannst du das nur machen, wenn du topfit bist. Das haben wir bei den anderen Spielern gesehen. Und wenn du aber aus der Verletzung rauskommst, darf man dann nichts überdrehen und werden am Dienstag wieder ins Training. Zum Abschluss, wie wichtig ist so ein Erfolgserlebnis jetzt gegen einen Zweitliga-Aufsteiger? Ja, schon so. Ich habe gegen Rostock noch nie gewonnen, falls ich mich jetzt richtig entsinnen kann. Die Heimspiele waren immer bitter. Und in Rostock war es jetzt auch nicht so, dass wir da euphorisch nach Hause geflogen sind oder gefahren sind. Also von dem her freut es mich natürlich, dass wir das Spiel jetzt auch gewonnen haben, weil wir wollten schon auch das Trainingslager, macht ja nur Sinn am Ende, wenn du auch erfolgreich bist. Und ich sage, was nützt die gute Trainingswoche, wenn wir dann hier verlieren? Sondern das Ziel war schon, dass wir gesagt haben, wir wollen die Trainingswoche am Ende auch mit einem guten Spiel und mit einem erfolgreichen Spiel abschließen. Und die Mannschaft hat sich umgesetzt. Freuen wir uns auf
netten Abend zum Abschluss, netten Mannschaftsabend und dann trinken wir ein Bierchen heute mal zusammen, wie es ja gehört in der Fußballmannschaft und dann fliegen wir zurück und packen dann gleich vom Dienstag wieder an, dass wir am Samstag gleich einen guten Start in der Liga 2022 hinbekommen.